Folge 27, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Jetzt sind wir in Südamerika und müssen eine Dialyse. Da sind wir schon längst vorbei, Südamerika. Das war letztes Mal. Wir müssen noch jetzt Dialyseblut finden, oder? Ach, das war mit Big Mama. Ja, Osteuropa. Osteuropa. Heißt es jetzt. Fast. Ich habe dich überprüfen wollen. Du bist gescheitert. So, also nächster Akt. Ich kann mir Geografie nicht merken, aber Story. Richtig. Das ist auch das Wichtigere. Und die haben Sohn falsch geschrieben. Das ist auch wieder wahr. Ich glaube, das ist so ein bisschen doppeldeutig. So die Sonne und der Sohn. Und da. Ja. Hm. So, Osteuropa, das ist damals der Level gewesen, der mich mit am meisten beeindruckt hat. Kann man heute vielleicht nicht mehr nachvollziehen, aber damals, als es rauskam, hatte ich das Gefühl, okay, also jetzt vielleicht noch nicht hier im Bahnhof, aber jetzt, wenn man auf die Straße rausgeht, okay, besser wird Grafik nicht mehr. Okay. Wir sind beim Maximum. Also, es war einfach der Wahnsinn. Mal gucken. Das war, glaube ich, ganz, ganz lustig auf jeden Fall jetzt, die Sequenz. Ich bin ja gespannt, wann... Lass sie erstmal reden. Ja. In an effort to root out the local resistance. The hunt is being carried out by US-based PMC, Ravensword, one of the companies under Outer Heaven's control. Which means that Liquid's lurking somewhere behind the scenes. Right. And at the top of the target list is the Paradise Lost Army, the resistance group led by Big Mama. Snake, you'll be infiltrating the region where they are believed to house their base of operations. It looks as if the PMC's moved swiftly, cutting off Big Mama and company's escape routes. They should still be hiding somewhere in that area. Big Boss's corpse is bound to be with them. You've been added to the PMC's blacklist, so you're going to have to lie about your identity to get in. I've provided you with a way to evade the checkpoints. Make contact with the resistance and find Big Mama. This is our last chance. We must reach Big Boss's body before they do. Wie kommen wir jetzt da raus, ist die Frage. Na, mit der Maske, die wir von der einen eingesammelt haben, würde ich sagen. Ja, immerhin sehen wir jetzt ja auch aus, wie wir eigentlich vor 10 Jahren immer aussahen. Jungsch. Jungsch und schön. Der alte Mann ist weg, der Schnauzer ist ab. Oh, kriegen wir jetzt so einen Neo-Moment? Wir laufen durch den Metalldetektor und dann haben sie Metallgegenstände. Alles voller Waffen. Ich hoffe nicht, dass es so laufen wird, weil das werden wir nicht überleben. Aha. Next. Ich hoffe, der Scanner merkt solche Masken nicht. Das sind ja meistens nicht aus Metall, sondern Biopolymer. Hoffen wir's. Oh Gott. Oh, warum bleibst du da jetzt stehen? You. Get your ass in the machine. Hey, are you deaf? What's happening? Hat jemand Feuer? You're coming with me. I said over here. Was? Ich hab dich mit einem Weg ausgestattet, daran vorbeizukommen. Nämlich ein totales Arschloch zu sein. Ja. That's enough. I'll take him from here. But... We've been looking for this man. Ja, wir wissen, dass es Meryl ist. Ihr braucht die Waffe da jetzt nicht im Weg halten. Stimme wieder erkannt. Was? Yes, ma'am. Und die Ohrringe hast du auch... Tatsächlich ja. Unterbewusst. Ah. Next. Was für ein Stress. Hätte er uns nicht einfach jetzt gleich sagen können, Meryl wartet dort auf dich und ja, holt vor allem, dich ab. Was ist denn das gewesen? Dass er dann erstmal so einen Aufstand macht. Das ist einfach Snake-Style. Hey, Sweetheart. Meine erste große Liebe. Sehr schön. You're looking younger. Nur weil sie sich ausgezogen hat vor dir? Natürlich. Base Camo. A little present from Tentacles. Huh.
PMCs sure seem to know you well enough. You may not believe it, but I'm in charge of overseeing all PMC activity. Having connections can still open doors. You alone? Mr. kackt sich in die Hose. Hey, Snake! Over here! Alter. Hey, Snake, over here! Alle suchen das Snake. Oh Mann. Oh, ich hoffe, es kommt noch irgendwie raus, dass er eigentlich immer nur blöd tut und eigentlich voll der Badass ist. Mit seiner Maske und seinem Sonnenbrille, aber. Der neue Snake. Ich bezweifle es irgendwie. Irgendwie, ja. Weil selbst der alte neue Snake ist scheiße. Das stimmt. Listen to me, Snake. Hast du jetzt zugegeben, dass Raiden scheiße ist? Ja, cool. Na, momentan ja. Er macht ja nichts, er liegt halb tot im Flugzeug. Now I've got more bodies than I know what to do with. A whole joint Army Marines team. We're already on site, mixed in with the US forces here. Okay, also ein Land voll mit Soldaten und alles ist ein Pulverfass. Klingt nach Amerika. Aber es ist Osteuropa. It's crazy. Was? Amerika hat schon Osteuropa? Things aren't that simple. Listen, old man. I don't take orders from you or from your Colonel Campbell. Das ist ein Colonel aus dem Spiel. Der Pimpert gerade eine 20-Jährige. Richtig. Der hat alles richtig gemacht. Deine neue Mutter, wenn ich das mal sagen will. Total lockdown on the PMC's weapons. They won't be able to fight back. Don't forget, we control the system. I wouldn't rely too much on the system if I were you. We've got them beat in sheer numbers. Meryl. Look, Snake. Just leave this to me. Hast du es bisher schon gut gemacht? Funktioniert immer gut. Don't risk your life for no reason. Ja, aber ich sterbe sowieso in 3 Monaten oder so. Lass mich doch noch ein bisschen Action machen. Snake. What you're trying to do, it's not a mission. I know. It's not justice. It's a hired hit. If you know, then... Hat sich gerade den Naschenbecher untergestellt, dass das Blut aufgefangen wird? Wahrscheinlich, ja. Was wollen die beiden denn? Look, our ways of thinking might be different. Jetzt gehen sie wieder. Was war denn das? A hero. I know all about the things you did when you were young. It was what kept me going. I can't bear to watch you die over something so pointless. Don't worry about me. Old soldiers never die. Doch. Was? Da hätte jetzt eigentlich der Stresslevel sinken müssen. You don't have to do this. Doch. Ich muss. Das hat der Skriptschreiber so befohlen. Never was. I'm just an old killer. Hired to do some wet work. Na gut, dann sind wir halt jetzt Konkurrenten. Wenn es sein muss. I may have loved you once, but I will love you twice. Now you're just too damn senile to face the truth. Sturer alter Esel mit Senil. Senil, ja. Jeder senile Mensch ist ein sturer alter Esel. Old, ja. Snake. Old Snake. Meryl, warum bist du so gemein? Was soll denn das? Ich habe das Leben gerettet, mehrfach. Blöde Kuh. Und ihr die Liebe beigebracht. Mhm. Was vielleicht wichtiger war. No smoking. Warum darf man keinen schicken Anzug da anhaben, Dennis? Dann sieht das da so schick aus, dass das angemessen wäre. Ach so, hast recht. Ja, muss ja auch mal zur Umgebung passen. Das Teil ist aber auch schon bis zum Rand voll. Aber hallo, na, vielleicht füllt das auf dem Flugzeug immer auf. Leert das oder füllt das immer auf. Oh Mann. Füllt das mit Luft? Ja, füllt das mit Luft wieder voll. Was macht der da für ein Scheiß? Ja, Akiba ist ein lustiger Kerl. Die
wundern sich, warum wir einfach rausmarschieren dürfen, wenn wir doch ein gesuchter Mann sind, laut Meryl. Erstmal telefonieren. So, Otacon. Otacon, they've seen this face too. Yeah, it might have been added to the PMC's blacklist as well. And Meryl was acting kind of strange. Things are going to get hairy once the American suppression troops get here. We'd better get to Big Boss's corpse, and fast. But first, we've got to find Big Mama. Sie ist in ihrem Snake, Haus. Let's go over what we know so far. Ich denke, diesen Witz werden wir noch häufiger machen. Oh ja. The only people you'll find out there now are PMC soldiers and members of the resistance. Ach, das ist ja nett. Yeah, I thought it looked a little too quiet to be a tourist attraction. The resistance members are scheduled to convene at Big Mama's hideout. So our best course of action is to follow their lead. When you find the resistance, tail them. Let them lead you to Big Mama. But how exactly am I supposed to find this resistance? The PMCs have laid a dragnet for resistance members that covers the entire town. They're using SOP to notify each other by radio of any info collected during their searches. By intercepting those signals, you should be able to reach the resistance members' locations in real time. Intercept their communications. Wie? How do I do that? I've provided you with a new device for just that purpose. To hijack PMC communications, open the item window and select the signal interceptor. The interceptor constantly monitors PMC voice and data transmissions. When you've got the signal interceptor equipped and you hear the PMC's chatter about the resistance, check your map. It should display the location. Got it. Oh, and Snake, I think we've found a way to treat Raiden. Really? Yeah. We got in touch with Dr. Ich habe sein Schnuffeltuch gefunden, er fühlt sich schon viel besser. They'll be all right on their own. Einfach eine Backpfeife geben für die kleine Bitch. It's a non-combat zone, so there won't be any checkpoints. There's even a dialysis machine. Gott sei Dank. It'll take some time, but I think he'll be okay. Good. Okay, genug für ein Spin-off-Spiel. I got it. Ja, komm. If Liquid gets his hands on that corpse, it's all over. Ja, dann kann er nämlich das Waffenkontrollsystem ausschalten mit der DNA und das wollen wir nicht. Exakt. Ne? So, nochmal zusammengefasst. Gut, das war mal wieder eine ausgedehnte Zwischensequenz, aber das soll uns nicht stören. Wir spielen direkt weiter. Signalabfanggerät. Rüstet man sich damit aus, erlaubt es Funksprüche von der Private Military Corporation Ravensword abzufangen. Standpunkt der Vision wird Bildschirm angezeigt. Okay. Deckmantel. Ein traditioneller Anzug, um Snake als gewöhnlicher Osteuropäer auszugeben. Weil jeder Osteuropäer einen Trenchcoat braunen hat. Braunen Pedobär-Trenchcoat anhat. Ich frag mich aber, wie... Gesichtskamo, Young Snake. Ähnlich Design wie Snakes Gesicht vor dem Alterungsprozess. Young Snake Bandana. Geil. Okay. Können wir gleich mal... Heute gibt es 20% Rabatt in Dragon's Geschäft. Das ist Wahnsinn. Brauchen wir nur nicht. Wenn wir keine Waffen brauchen. Kleidung, genau. Kann ich mir meinen Tarnzug anziehen? Brauche ich nicht. Kostüm wechseln, habe ich nur das eine. Da kann ich mich jetzt entscheiden. Ich glaube, ich mache das jetzt mal einfach als Frau. Ja. So, aber Jung mit Bandana ist nicht ausrüstbar. Du darfst dich aber als Frau verkleiden. Ja, ich glaube, ich bleibe bei Young Snake. Das finde ich irgendwie ganz sexy. So, Suche läuft, Suche läuft. Vor allem, wie hat Snake das Gerät bekommen, ohne nachzufragen, was das ist? Man weiß es nicht. Er hat es in die Tasche gesteckt bekommen. Oh, was ist das? Hatte. Ja, okay. So, also das fand ich damals schon sehr beeindruckend. Mit diesem Nebel, sowas gab es ja damals halt noch nicht so oft. Hat das N64 erfunden. Hat es, da sah der nur sehr viel beschissener aus, muss man dazu sagen. Na klar, darf ich jetzt hier nicht einfach ein bisschen rumlaufen. Logisch. Bis 2 Meter gelaufen. Ich dachte schon, ja. Ich dachte, ich habe mal Gameplay. Oh, das ist aber ein bisschen sehr glowy gerade. Ja, gut. Aber hast auf jeden Fall recht. Es gab die Effekte halt damals nicht. Ne? Dieses Glow-Effekt, Nebel, so Regen, das war alles neu. Und dann auch noch relativ schöne Texturen, so für die damalige Zeit. Auch Licht und Schatten. Das ist schon, das fand ich schon sehr stimmungsvoll. Sieht ein bisschen aus wie L.A. Noir gerade. Ja, ja. You found a resistance member. It's time to start tailing them. Get on it, ja, Snake. Deswegen steht da Südbahnhof. The interceptor has analyzed a PMC data transmission. Hier ist keiner, it's marked the location of a resistance member on your map. Mach mal die Karte kurz auf.
da irgendwo. Aha, sehr gut. So genau sagen sie es mir. Na gut, aber ich kann ganz entspannt. Das fand ich damals schon sehr cool hier, so, weißt du? Das hatte, da merkst du, dass Kojima so alte Filme mag und so. Ja. Und immer schön auf der Straße, auf dem Bordstein laufen. Mhm. Ja, sonst werden die misstrauisch. Also da merkst du halt richtig, dass Kojima so ein extremer Filmfanatiker ist, der so alte Noir-Filme und so Detektivklamotten und sowas gerne mag. Aber das ist, hat schon was. Was ist denn das für ein Geticker? Ich glaube, das ist die Ampel. Ach so, ist die Ampel. Weil es gerade grün ist. Ah, okay. Wie schön der Typ auch noch pfeift, ne, damit man ihm immer folgen kann. Mhm. Oder dass ab und an mal eine Rabe hochkommt. Wir lachen über den jetzt nicht. Bis zu Big Mama folgen können. Und ducken. Der bemerkt doch hier nichts. Oh. Da ist ein PMC hier. Ja, da ist ein Soldat. Ein Söldner. Da müssen wir aufpassen. Gucken, ob sich dieses Gebiet jetzt auch verschiebt dann. Nee, immer noch nicht. Also sind immer noch da unten in der Ecke. So. Hm. Wahrscheinlich werde ich halt, werde ich den jetzt irgendwie verlieren, den Typen, an irgendeiner Stelle. Und dann muss ich nochmal scannen und einen anderen mehr suchen. Wobei du schon die ganze Zeit scannst. Those resistance fighters can't advance because of the PMC troops. Isn't there something you can do to help Snake? Na, dann betäubt den doch einfach mal. Okay. Betäubungspistole darf ich ja benutzen. Vor allem, die hat einen Scharfschützen. Meinst du, ich darf den, ich kann ihn von hier aus treffen? Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt geht zur Seite, oder? Ja. Das merkt der nie, dass da jetzt irgendjemand ihm geholfen hat. What? What happened? Das passiert öfter, dass Soldaten einfach mal fragen, wer da ist. Und dann komatös zusammenklappen. Ja, ist halt blöd, wenn man diese Schlafkrankheit hat. Narkolepsie. Narkolepsie, genau. Das ist halt eigentlich kein gutes Einstellungsmerkmal, wenn man so Söldner werden möchte. Für Patrouillengänge und so. Vielleicht hätte ich den auch umgehen können, hier außen rum und dann von hinten ihn aus der Nähe schießen. Ja, aber. Mach ich dann vielleicht nächstes Mal. Aber jetzt folge ich. Und vielleicht sieht er da ja wieder jemanden. Ich kann ja mal hier nachgucken, ob ich hier was sehe. Da gab's auch. Nee, hier, hier kommt man gar nicht lang. Oh, hier gibt's aber Ration. Musst du schnell, dass du ihn nicht verlierst. Nee, da gab's auch mal eine schöne Comedy-Sendung, wo ein Narkoleptiker war. Und dann hat man halt gesehen, er wurde eingestellt, sofort mit dem Kopf auf den Tisch geknallt, weil er sich so gefreut hat. Hat kleine Hunde gesehen, auch zusammen. Und dann hat er von seiner Frau erfahren, dass die Großeltern zu Besuch kommen und ah, ja, ich freue mich. Und sie guckt ihn halt böse an. Warum bist du noch wach, Schatz? Ja. So, das hat geklappt. Den habe ich auch erwischt da hinten. Jetzt wäre halt so ein Scharfschützen-Betäubungsgewehr halt nicht schlecht, ne? Aber ich habe nur mein normales Scharfschützengewehr. Gibt es überhaupt sowas wie Scharfschützen-Betäubungsgewehr? Weiß ich ehrlich gesagt nicht aus dem Kopf. Es gibt ja so viele Waffen beim Spiel, das hast du ja auch schon gemerkt. Ist der... Kann er jetzt nicht... Ist der jetzt weitergegangen oder nicht? Mach mal dein Snake Eye. Und zwar mit der Nachtsicht. Ist weitergegangen, aber wo ist er hin? Ist er betäubt? Scheiße, wo ist der? Ist der irgendwie... Der konnte ja nur hier lang gelaufen sein eigentlich. Ah, da oben, ne? Ja, hochgelaufen. Wer da ist, wie ist er da hochgekommen? Der ist, glaube ich, gerade außen rum. So. Hier so? Hier so lang. Eben war dann nämlich oben auch was. Was war das jetzt? Da war noch irgendjemand. Sehr verwirrend alles. Da musst du wirklich aufpassen, wie ein Spürhund. Ja. Das auf jeden Fall. Also hättest du den da unten jetzt gar nicht ablenken müssen? Weiß ich nicht, vielleicht. Oh.
Ich hab den, ich krieg den schon noch. Weil ich lauf mal ganz langsam und unauffällig, dann merkt ihr das nie, dass ich ihn hier sind. Hier sind Passanten immer. Das ist normal, ja. So, da ist wieder ein PMC, den krieg ich auch von hier oben. Jo. Gute Nacht, der Herr. Was für ein Glück. Dass die alle einschlafen, Mensch. Aber. Der ist eingeschlafen. Wie könnte das denn sein? Ja, hab ich ja gerade um die Ecke gesehen, aber Mensch. Hab ich ein Glück heute. Das ist echt so geil, wie sie sich nicht fragen, was hier los ist. Lasst uns einfach weitergehen. Und, ich muss mich verstecken, ich pfeife einfach die ganze Zeit. Ja, es ist unauffälliger, es ist schließlich... Will er jetzt so ein bisschen... Wir gucken, ob er verfolgt wird. Okay, jetzt ist er. Ja, es ist echt geil. Normalerweise würde ich sagen, ja, na, da wirkt man halt irgendwie unschuldig, unauffällig, wenn man so ein bisschen durch die Gegend pfeift, so klischee-mäßig, ne? Ja. Aber es ist Ausgangssperre, es darf niemand unterwegs sein, es wirkt nicht unschuldig, wenn man dann pfeift. Auch unschuldiges Pfeifen wirkt seit ein paar Jahren nicht mehr unschuldig. Weil jeder weiß, dass es ein Klischee ist. Richtig. Fuck. Wow. Ah, tricky. Ja, der Typ, der hat's drauf. Und jetzt kommt er da wahrscheinlich auch nochmal raus. Gott sei Dank nicht. Ah, jetzt sprintet er, die Sau. Na, guck mal, wir haben es ins zweite Gebiet geschafft. Sehr gut. Immerhin. Finde ich gut. So, genau. Zweites Gebiet ist Pausenzeit, würde ich sagen. Wir machen eine kurze Pause und nächste Folge verfolgen wir weiter Widerstandskämpfer. Richtig, schaut in die Umfrage, beantwortet sie und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Es gibt eine Umfrage? Ja. Okay, wir sind nicht bei Pen and Paper, es ist einfach nicht dasselbe. Gut, Leute, tschüss. Lasst euch nicht weiter verwirren von Fabian.